Sportklettern ist ab 2020 zum ersten Mal eine olympische Sportart. Es wird ein neues Wettkampfformat eingeführt, das sogenannte Olympic Combined, bei dem die Athleten in allen klassischen Einzeldisziplinen Speed, Bouldern, Lead gegeneinander antreten. Bei der Trainingssteuerung ist es zuallererst wichtig, dass die Trainer wissen, was sie trainieren sollen. Dafür ist ein Anforderungsprofil der Sportart nötig, das es aber für die relativ junge Wettkampfsportart Klettern bisher noch nicht gab. Wir haben innerhalb des Projekts jetzt so ein Anforderungsprofil erstellt und haben daraus eine wissenschaftlich fundierte Leistungsdiagnostik entwickelt, mithilfe derer der Ist-Zustand der Athleten getestet werden kann, um neue Trainingsziele zu definieren. Wettkampfkletterer benötigen eine hohe Beweglichkeit, um weit entfernte Griffe und Tritte erreichen zu können, sowie um den Körperschwerpunkt nahe an der Wand zu halten. Gemessen wird bei dem Test die Differenz zwischen der Ausgangshöhe und der höchsten erreichten und gehaltenen Fußposition. Die Schnellkraft der Arme stellt eine wichtige Leistungskomponente dar. Wir messen das durch den Power-Slap-Test. Die Fingerkraft hat eine große Bedeutung für die Kletterleistung. Wir haben die Fingerkraft anhand unterschiedlicher Fingerstellungen und Griffgrößen mittels einer Kraftmessplatte gemessen. Dabei wird die Differenz zwischen der Anfangskraft und der maximalen Entlastung über eine Zeitspanne von 3 Sekunden berechnet und diese ins Verhältnis zum Körpergewicht gesetzt. Moderne Kletterwettkämpfe bestehen aus komplexen, dynamisch-koordinativen Anforderungen. Dabei müssen stets alle Extremitäten gleichzeitig und präzise miteinander koordiniert werden. Diese Koordination messen wir dadurch, dass die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem letzten Kontakt der einzelnen Extremitäten mit den Griffen bzw. Tritten erfasst wird. Eine weitere zentrale Leistungskomponente ist die Fähigkeit, die vorgegebenen Klettersequenzen zu entschlüsseln und einen entsprechenden Bewegungsplan zu deren Lösung zu erarbeiten. Hierbei versuchen die Athleten, die geplanten Bewegungsabläufe zu antizipieren. In dem leistungsdiagnostischen Test wird die Übereinstimmung zwischen der Bewegungsvorstellung und der tatsächlichen Umsetzung ermittelt. Insbesondere im Lead-Klettern kann aus der Fingerkraft-Ausdauer die Kletterleistung vorhergesagt werden. Die Erholungsfähigkeit während der kurzen Entlastungsphasen, dem Schütteln, ist besonders wichtig. Wir messen das mit der Nah-Infrarot-Spektroskopie. Auf Basis aktueller Wettkampfanalysen haben wir einen Fingerkraft-Ausdauertest entwickelt. Er besteht aus einem sich wiederholenden Muster. Hängen mit einer kurzen Dauer von 7 Sekunden, gefolgt von einer kurzen Pause. Als Ergebnis erhalten wir durch die Nah-Infrarot-Spektroskopie nicht nur die Wiederholungsanzahl, sondern auch verschiedene Parameter, welche die Sauerstoffsättigung der relevanten Unterarmmuskeln anzeigen. Nachdem die Athleten die leistungsdiagnostischen Tests bei uns absolviert haben, erhalten sie von uns ihre erzielten Ergebnisse als individuelle Leistungsprofile. In Zusammenarbeit mit den Trainern können diese zur individuellen Trainingssteuerung eingesetzt werden. Kai Harada is making his way to the top. Here we go!